Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Es geht weiter mit den Star Wars Figürchen von Fanhome De Agostini in der D-Cast Metal Collectors Edition. Und diesmal sind wir am Ende. Ihr wisst ja schon, worum es geht. Das ist hier so das der letzte aus diesem Paket. Und das war als Special Geschenk mit drin, ja, kostenlos. Ich zeige es euch hier jetzt erstmal hier. Race Speeder, ja, Race Speeder. Und den gab es als Geschenk. Es wird auch noch mehr Geschenke geben, denn es hieß ja immer, wenn du zum Beispiel mit PayPal bezahlst, dann gibt es ein Geschenk. Wenn du dies machst, gibt es ein Geschenk. Wenn du das machst, gibt es ein Geschenk und so weiter und so fort. Und das habe ich natürlich gemacht, ja, denn ich will ja, wenn dann alle haben, ja. Und hier haben wir jetzt Race Speeder und hier gibt es leider kein Heft dazu, da es ja Special ist, gell, und keine fortlaufende Nummer hat und sowas, finde ich ein bisschen schade. Deshalb wird das Video hier jetzt auch kürzer werden, da ich euch jetzt gar nicht so Details hier einblenden kann wie bei den anderen, weil ich mich da jetzt so auch nicht auskenne und gerade jetzt hier bei neueren Sachen noch viel, viel weniger. Aber trotzdem will ich es euch zeigen und euch ein paar schöne Bilder einfangen. Mal hoffen, was mal. So, Race Speeder. Hier haben wir das. Und dann haben wir hier natürlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Race Speeder. Ja, von hier sieht scheiße aus. Aber hier. Und da muss ich ja mal sagen, guckt euch das mal an, so detailliert. Hier dieses Netz, ich habe da jetzt mal drüber gefasst, das ist auch irgendein, ich weiß nicht, es lässt sich so ein ganz, ganz kleines bisschen bewegen, ja. Das Zeug drin ist sehr detailliert, gefällt mir richtig gut. So, das setzen wir jetzt mal hier drauf. Boah, boop. Und hier haben wir, naja, so kann man es nicht hinstellen, gell. Muss man dann schon so ein bisschen. Ich habe sie alle so stehen, damit man das vorne auch lesen kann. Aber so sieht das mal nicht gut aus, gell. Ja, so ein bisschen schräg müssen wir das dann stellen. Aber Race Speeder. Guck mal da, da hat Hause sogar die Scheibe so ein bisschen gedetscht, ja, so ein kleiner Riss drin. Hat ja auch schon einiges hinter sich, gell? Ja, wir gehen jetzt in die Detailansicht und dann zeige ich euch das mal. Also, ja, ihr versteht schon. Also, los geht's!
Hier haben wir nochmal unser, nee, nicht unser Race Speeder. Nicht unser Speeder, Race Speeder. Ja, danke, dass ihr dabei wart, gell? Und ja, wie hat euch das Ding gefallen? Ich muss sagen, es ist am meisten detailliert, ja? Wo zum Beispiel Boba Fett's Slave One mal ordentlich Farbe hatte und auch sehr detailliert war, finde ich aber, dass sie das hier, das Gepäck und sowas, dass sie da wirklich auch so ein Netz genommen habe und sowas, richtig, richtig schön. Ja, also gefällt mir richtig gut und ich bin froh, dass es so in meine Sammlung kommt. Hier natürlich recht lustlos, gell, aber hey, schönes Teil, muss ich sagen. Ja, wie hat es euch gefallen? Alles unten in die Kommentare. Und dann war's das auch schon wieder. Tschüss, macht's gut, euer Timo.